Dankeschön und herzlich willkommen auf dem Erfurter Domplatz. Ich möchte es heute nicht lang machen, sondern nur das Wichtige sagen zu dem Glanz des Domes, den man heute leider nicht sehen kann. Ich bin 2006 in die katholische Kirche eingetreten. Und zwar bin ich eingetreten, nicht nur wegen meines Glaubens, sondern weil die katholische Kirche damals in meinen Augen auf ihren Werten beharrt hat. Die katholische Kirche hat gesagt, wir haben unsere Werte und wir rücken von diesen Werten nicht ab, egal was der Zeitgeist sagt. Am dunklen Dom sieht man heute, das hat sich in der Führungsetage wohl geändert. Hoi! Hoi! Das ist in der Tat bedauerlich, denn wie Herr Brandner schon sagte, wir waren gerade bei dem Friedensgebet, was ausgerufen wurde, denn wir sind friedliche Menschen und wir treten selbstverständlich auch für das friedliche Zusammenleben der Völker ein. Das ist schon lange von der AfD gefordert, dass wir sagen, wir wollen ein Europa souveräner Staaten, wo die Leute friedlich miteinander leben. Bravo. Und ich persönlich, ich wundere mich schon, denn als ich 2006 als junge Frau, kann man sagen, in die Kirche eingetreten bin, da waren alle ganz begeistert davon, dass ich kam, denn die Katholiken werden ja genauso wie die Thüringer eigentlich immer älter und immer weniger. Mich wundert, dass ein Herr Bischof Neimeyer offenbar auf junge Frauen, auf meinen Ehemann, der ebenfalls katholisch ist, oder auf meine drei Kinder, die in einer katholischen Familie aufwachsen, nicht angewiesen ist. Nichtsdestotrotz, ich habe hier gerade einige gehört, die austreten, austreten riefen. Ich werde nicht austreten, denn ich stehe ja zu meinem christlichen Glauben. Und wenn ich irgendwann austreten werde, dann nicht, weil ich meinen Glauben verloren habe, sondern weil die Funktionsträger, sage ich mal vorsichtig, in dieser Kirche verrottet sind, genauso wie die Politiker in unserem Staat. Meines Erachtens setzt Herr Bischof Neimeyer mit der Verdunkelung des Domes nicht das Zeichen, was er gerne setzen möchte. Er sagt, es ist gegen Menschenverachtung gerichtet. Ich sage, das, was er macht, das ist Menschenverachtung gegen die eigenen Gläubigen. Und meines Erachtens ist es Aufgabe der Kirche, den Gläubigen christliche Werte zu vermitteln und nicht in die Politik einzugreifen und den Leuten vorzuschreiben, was sie in ihrer Verantwortung daraus machen. Und in dem Zusammenhang möchte ich Herrn Bischof Neimeyer gerne einen Satz mit auf den Weg geben. Und dieser Satz ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn Nächstenliebe bedeutet nicht, dass man sich selbst aufgibt, sondern es bedeutet, dass man zuallererst sich selbst lieben muss und aus dieser Liebe heraus eben diese Liebe auch an andere weitergibt. Und das heißt für uns, dass wir selbstverständlich auf unserem Glauben beharren und auf unserer Identität beharren. Und das ist nicht nur christlich, sondern das ist auch Teil des christlich-abendländischen Weltbildes, was wir vertreten. Und ich möchte Herrn Bischof Neimeyer noch etwas mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ob er es noch nicht bemerkt hat, die Christen sind weltweit die größte verfolgte Gruppe. Jawohl! Von 128 Ländern dieser Erde werden in 102 Ländern Christen verfolgt. Und getötet. Und getötet, selbstverständlich. Ich habe allerdings noch nie gesehen, dass der Bischof da den Dom verdunkelt hat. Und von den 30 Ländern, in der die weltweit größte Verfolgung von Christen herrscht, da sind in 2/3 dieser Ländern ist eine muslimische Bevölkerungsmehrheit vorhanden. Und das heißt für uns als AfD auch, wir
haben selbstverständlich nichts gegen Muslime, die hier leben und die sich an unsere Wertordnung halten. Aber wenn massenhaft Menschen aus fremden Kulturkreisen hier eingeschwemmt werden, dann können wir absehen, dass das so nicht funktioniert, weil diese Menschen eben einfach hier in dieser Masse nicht integrierbar sein werden. Und ich persönlich sage, wir brauchen keine Zustände wie in diesen muslimischen Ländern. Und ich möchte, also im Gegensatz zu Herrn Bischof Neymeyer, der das ganze Jahr alles sehr politisch aufgewiegelt hat, war der Gottesdienst, das Friedensgebet, in dem wir waren, sage ich mal, neutral gehalten in dem, was gesagt wurde. Es ging tatsächlich einfach nur um christliche Werte und vor allem auch um den Frieden. Und da wir ja alle friedliche Menschen sind, haben wir zu einem das Licht mitgebracht, was Herr Brandner ebenfalls erwähnte, aber ich möchte Sie auffordern, viele von Ihnen werden spontan keine Kerzen dabei haben, aber Sie haben ja alle Ihre Handys dabei. Nehmen Sie Ihr Handy, machen Sie das Licht an und zeigen Sie damit, dass wir das Licht des Friedens haben. Dankeschön. Ja.